Viele Flüchtlinge, die nach Österreich gekommen sind, haben versucht, die Behörden zu täuschen. Name, Herkunft und tatsächlicher Flüchtlingsgrund lassen sich schwierig überprüfen. Gelogen wurde übrigens auch bei der Altersangabe. Viele Flüchtlinge, die bereits volljährig sind, gaben sich als Minderjährige aus, wie unlängst eine Anfrage des freiheitlichen Abgeordneten Hermann Brückel aufdeckte. 1100 Fälle wurden heuer bereits überprüft. In den Jahren zuvor waren es weitaus mehr. Im Zeitraum von 2014 bis 2016 musste bei 10.700 Asylwerbern ein Altersfeststellungsverfahren durchgeführt werden. Und aufgrund der nunmehr vorliegenden Zahlen gehen wir also davon aus, dass das bis zum Jahresende noch etwa an die 12.000 erreichen wird. Bemerkenswert ist, dass bei über 7.000 der Fälle, also mehr als der Hälfte zusätzlich zum Handwurzelröntgen, jeweils ein Altersfeststellungsgutachten durchgeführt werden musste. So ein Gutachten kann bis zu 8 Wochen in Anspruch nehmen. Die Kosten für die Altersdiagnose muss der Steuerzahler berappen und die sind nicht billig. Mehr als 5,5 Millionen Euro musste der österreichische Steuerzahler bis dato berappen, um die Glaubhaftigkeit der Altersangaben der Flüchtlinge zu überprüfen. 2017 ist hier noch nicht eingerechnet und wir werden Anfang nächsten Jahres hier weitere Informationen einholen und wir werden auch die Öffentlichkeit wieder dementsprechend informieren. Das Innenministerium gab bekannt, dass bei 40% der untersuchten Fällen für heuer eine Volljährigkeit der Flüchtlinge festgestellt werden konnte. Im Jahr 2014 übrigens gaben 59% der volljährigen Flüchtlinge den Behörden an, noch minderjährig zu sein.